mal, wie es läuft. Skandinavisch. Diese Variante, den nimmt man. Zack, so. Kommt er damit an. Und jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das Beste ist, den Springer rauszuspielen. Ja, mit der Idee, lang zu rochieren. Dann greift die Dame an. Jetzt kann ich zum Beispiel Schach geben. Hier könnte ich Schach geben. Hier ist nicht so gut, da versperre ich alles. Was passiert denn, wenn ich Schach gebe? Kann er, wenn er Damen tauschen will, kann er das machen. Ja, machen wir das mal so. So, er geht dazwischen. Jetzt ist der hier ungeschützt im Moment. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass das richtig gut gespielt war jetzt von mir. Ja, da kommt er schon damit. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier hingehen. Fällt mir nicht so richtig. Aber gut, spielen wir so. Jetzt macht er das. Wenn ich jetzt mit meinem Springer hier hingehe, könnte er schlagen, das wäre ganz schlecht. Vielleicht erstmal das hier in die Tat umsetzen. Ja, machen wir mal. So. Greift er den Läufer an. Läufer zurück wäre schlecht, dann ist er eingesperrt. Wir nehmen den. So. Jetzt greifen wir den Läufer an. Der könnte zwar meine Dame angreifen, wäre aber nicht so schlimm. Oder? Das droht ja sowieso. Könnte auch den Bauern vorspielen, um das zu unterbinden. Ja, machen wir das mal. Wir müssen ein bisschen Aktivität hier entfalten. Wenn er den Springer schlägt, kann ich mit der Dame zurücknehmen, muss also meine Königstellung hier nicht schwächen. Und ja, nächster Zug könnte der hier sein, auch um meinen Läufer zu befreien. Läufer hierhin und dann Angriff mit den Bauern und den Türmen. Das wäre jetzt der Plan. Ja, nehmen kann er den nicht, weil der Springer den ja deckt im Augenblick. Allerdings, wenn er den Springer schlägt, ich nehme mit der Dame zurück, dann kann er den doch nehmen. Insofern also, vielleicht besser so spielen. Ja, jetzt habe ich diese Drohung hier und ich kann jetzt noch den spielen. Aha, jetzt spielen wir aber, geht das? Das geht nicht, nein. So spiele. Gehen wir es nochmal durch. Kann er den einfach nehmen. Dann nehme ich den. Dann nimmt er mit der Dame.
Da habe ich einen Bauern geopfert. Allerdings das Läuferpaar ist weg. Er kann auch anders spielen. Nimmt den Bauern. Nimmt erstmal einen Springer, dann nimmt den Bauern. Glaube ich, spiele doch so. Angriff auf die Dame, obwohl das hier meinen Läufer einsperrt. Nächster Zug könnte der hier sein, um die Läufer anzugreifen. So, wenn ich jetzt den spiele, greife ich den Läufer an. Mache auf jeden Fall ein bisschen Druck. Der Springer steht hier auch ganz gut, weil er so ohne weiteres nicht angreifbar ist. Jetzt geht der Läufer hier hin, ist immer unangenehm, aber ich habe den Zug. Den spiele ich auch. Dame geht dahin, droht hier mit Matt. Das könnte ich so parieren. So. Und dann könnte ein Zug dieser hier sein oder sogar der mit Doppelangriff auf Dame und seinen Läufer. So, der Springer deckt den hier auch noch. Muss halt mit dem Läufer weg, wenn ich das richtig sehe. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Er kann natürlich jetzt mit dem Läufer hier hin, der geht nicht. Weil dann schlage ich den einfach und der kann nicht zurücknehmen, weil der hier ist gefesselt. Der Läufer steht gar nicht so gut da. Wenn der Läufer hier hingeht oder hier hin, wird er auch geschlagen. So, ich kann also den hier schlagen, wenn ich will. Ich kann aber auch erstmal so spielen. Angriff auf die Dame und auf den anderen Läufer. Ich glaube, das ist sogar noch stärker. So, der hier ist ja durch meinen Turm geschützt. Jetzt schützt die Dame auch noch den. Ja, sehr aggressives Spiel von beiden Seiten. Aber ich habe den Eindruck, dass ich hier besser stehe. Sei denn, ich habe was übersehen. Jetzt geht er dahin, ist aber die Dame weg. Oder kann ich noch vorher was besser spielen? Ich könnte dem Springer hier Schach geben, dann nimmt er den aber. Nee, ich nehme jetzt erstmal die Dame. Wollen es ja nicht komplizierter machen als unbedingt nötig. So, nimmt er den. Soll mir recht sein. Jetzt kann ich den einen Läufer nehmen oder den anderen. Ich glaube, der hier ist unangenehmer. Jetzt hängt der immer noch. Greift meinen Turm an. Der Turm könnte zum Beispiel hier hingehen. Den Bauern hier attackieren. Macht er auch. Danach wird er wieder den Läufer angreifen. So. Nimm dir doch meinen Läufer, dann nehme ich deinen. Kann er nämlich nicht zurücknehmen.
jetzt macht er das. Kann ich den Läufer natürlich nicht so ein oder weiteres nehmen, oder? Nein. Jetzt gehen wir mit dem Läufer hier hin oder hier hin. Sieht auch interessant aus, den zu nehmen. Dann nimmt er den. Dann gehe ich mit der Dame hier hin, greife die beiden Bauern an. Das kann ich immer noch machen. Ja, ich gehe hier hin. So, muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wenn er mich jetzt da angreift, wieder gehe ich einfach zurück und kontrolliere dieses Feld. Das ist wichtig. So, jetzt nehmen wir den. Jetzt spielen wir so. Angriff auf diesen Bauern und auf diesen. Sogar mit Mattdrohung. Schach. Ja, gewonnen. Matt. Das war ja mal ein schönes Spiel. So, wir können ja mal in die Analyse gucken. Der ist schon fragwürdig, findet die Engine. Ich muss mal hier entscheiden, ja, habe ich richtig gespielt. Er nimmt, ich nehme. Er geht dahin. Der war auch richtig. Da hätte ich mit der Dame dahin gehen sollen, aber das ist auch noch okay. So. Dann habe ich den gespielt. Ja, da war ich unsicher, aber es war nicht verkehrt. Nicht völlig verkehrt jedenfalls. Das war auch richtig. Rochade. Auch richtig. Fragwürdig. Nehmen. Ja, auch richtig. Jetzt hätte ich den Bauer nehmen können. Das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen. Der Bauer hängt ja. Okay. Der ist auch fragwürdig. Aber das habe ich nicht richtig genutzt, da hätte ich mit dem Springer sofort kommen sollen. Er geht dahin. Jetzt steht Weiß sogar besser, sagt er. Aber Weiß hat nicht den richtigen Zug, der war wieder okay. Fragwürdig. Hier hätte ich Schach geben sollen, meint er. So gespielt. Ja, Fehler über Fehler, aber. Der war okay. So, das ist jetzt kritisch für ihn. Ja, das war auch okay. Oder gut sogar. Jetzt steht Weiß völlig auf verlorenem Posten. Ich nehme die Dame. Da war das Spiel eigentlich schon gewonnen. Er nimmt den. Ich nehme den. Alles okay. So, jetzt habe ich das gespielt. Er hätte anders gespielt, aber ich glaube, das war nicht verkehrt. So. Erstmal den, ja. Gut genug auf jeden Fall. Jetzt habe ich das hier gespielt. Den nehmen. Da wäre der Computer jetzt nicht drauf gekommen. Aber steht eindeutig gut für mich. Jetzt ist schon Matt in 6. Ja. Bums. Ja, also. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden sogar.